Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fairer Handel mit den Produzenten aus der Dritten Welt ist das Hauptanliegen der Max-Havelaar-Stiftung. Auch GOB engagiert sich seit längerer Zeit stark an dem Projekt von Max-Havelaar und offeriert ihnen Tee, Kaffee, Schoki und Honig unter diesem Label. Nach mehrjähriger Vorbereitung, zahlreichen Besuchen in den Produktionsgebieten, Verhandlungen mit Produzentenorganisationen und nicht zuletzt nach einem aufwendigen Probelauf in unseren Läden kommt jetzt eine Banane von Kooperation mit dem Max-Havelaar Gütesiegel im Verkauf. Die Max-Havelaar-Banane kommt aus Ecuador, wo die klimatischen Bedingungen für den Anbau ideal sind. Im Unterschied zu anderen Herkunftsländern gibt es dort nicht nur Plantagen, sondern auch Kleinproduzenten, die auf regelmässige Abnehmer für ihre Früchte angewiesen sind. Den Kleinbauern und Plantagenarbeiterinnen und Arbeiter garantiert Max-Havelaar existenzsichernde Preise, direkten Zugang zu den Märkten und eine Fairtrade-Prämie für Verbesserungen im sozialen und ökologischen Bereich. Wie für alle Produkte aus der Dritten Welt mit dem Max-Havelaar-Gütesiegel gilt also auch bei den Bananen der Grundsatz, dass die profitieren sollten, die auch die Arbeit verrichten. Mit den Mehreinnahmen möchte man aber auch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Herbiziden reduzieren. Die Produzenten verpflichten sich, die Wasserverschmutzung zu vermindern und die Erosion zu bekämpfen. Und auch die bekannten Plastikhüllen, die um Bananen umgewickelt werden, richtig zu entsorgen. Mit dem Kauf der Bananen von Kooperation mit dem Max-Havelaar-Gütesiegel verhelfen sie den Bananenbauern und Plantagenarbeitern in Ecuador zu einem gerechteren Lohn und belohnen sich auch selber damit. Und das ohne, dass sie dafür mehr zahlen müssen. Belohnt werden jetzt zuerst aber mal alle, die fürs Leben gerne Süßes haben. Was in so einer Banane aus Ecuador nämlich alles steckt, verratet Ihnen diese Woche der Armin Amrain aus dem Kochstudio. Grüezi miteinander. Mein Vorschlag heute sind überbackene Bananen mit Stracciatella-Glasse. Ein super Dessert, das bestimmt auch Ihnen gelingt. Eigelb mit Puderzucker schaumig rühren. Dann Marzipan passieren und Stück für Stück drunter rühren. Achten Sie darauf, dass sich keine Klümpali bildet. Ein bisschen weißer Raum und das Mark von einem Vanillestängel einrühren. Und zum Schluss pro Esslöffel Gratinmasse ein Esslöffel geschlagener Rand drunter heben. Löffel Biskuit auf tiefe Teller verteilen und mit dem Rest vom Raum beträufeln. Bananenscheiben drauflegen. Gratinmasse vorsichtig über die Bananen laufen. Leicht mit Puderzucker bestäuben und bei 250 Grad Oberhitze gratinieren. Den goldgelben Gratin nochmal mit Puderzucker bestäuben. Mit Stracciatella-Glasse servieren und mit einem Münzelbettchen garnieren. Lustig geworden! Das Rezept, das wissen Sie, steht in der Coop-Zeitung auf der Seite mit der Aktionen. Damit Sie Ihre schönsten Erlebnisse und wunderbarsten Momente aufzeichnen können, hat der Don Juali ein Spezialangebot von Interdiscount für Sie. Die Digital View Cam von Sharp. Hightech-Video vom Feinsten. Mit 30-fachem Digital-Zoom, um 180 Grad drehbar und vielen anderen technischen Raffinessen offeriert Ihnen Interdiscount die Digital View Cam von Sharp 500 Franken günstiger. Weitere Sparideen von Interdiscount finden Sie jetzt im neuen Prospekt in Ihrem Briefkasten. Zuerst jetzt aber ein Blick ins Markenfenster mit dem Spot von Actifit. Warum Ihnen diese kleine Flasche so gut tut? Darum! Actifit fördert und stabilisiert die Verdauung, aktiviert die natürliche Widerstandskraft, stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte und steigert das Wohlbefinden. Actifit gibt's als Drink in den Aromen Erdbeer und Klassik. Actifit von Emmi, der tägliche Beitrag für Ihre Gesundheit. Aus Umfragen wissen wir, dass viele Zuschauer das GOB-Studio nicht zuletzt wegen den Aktionen schauen. Auch heute haben wir Ihnen wieder eine Auswahl von diesen Produkten, die Sie morgen in unseren Läden wieder besonders günstig posten können. Navelate Blond Orangen aus Spanien kostet per Kilo 1,80. Und alle Quattro Joghurt von GOB 1,80. Ein Beutel Arni Nussstängel kommen Sie für 3,90 über. Außerdem offerieren wir Ihnen T-Shirts für Damen und Herren in diversen Modellen ab 8 Franken. Und für Kids oder Juniors schon ab 5 Franken. Und im GOB-Restaurant hat sich diese Woche der Küchenchef für ein Bulleggeschnetzle zu Casimir mit Reis entschieden und offeriert es Ihnen für 8,70. Auch das Angebot wäre sicher ein Preisvergleich wert. Ich bin für heute am Schluss. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen!